Ahoi Leute, und willkommen zum nächsten Part vom Titan Quest Immortal Throne Multiplayer Let's Play mit Keim Doge diesmal, Chantal und La Fischi. Und wir sind immer noch hier in diesem verkackten Sumpfgebiet. Und da ist immer noch ein Kopffüßler. Zwei. Du meinst ein Toter? Warte, du meinst ein Toter? Ah! Geht doch. Und ein Gestunter. Wow, such stun. Diesmal war er länger als sonst, also beschwer dich nicht. Ja. Yeah. Dann gehen wir jetzt mal in die Höhle, beziehungsweise gucken wir mal, was da im Schwarzen ist. Genau. Es ist böses im Busch. Hey, nein. Gestern einer Abonnenten dazu gewonnen, yay. Ich nicht, ich habe irgendwie in letzter Zeit... Ich habe irgendjemand in meinen Google Plus Kreisen dazu gewonnen, ich dachte so... Das will ich gar nicht. Ich dachte so, was ist Google Plus? Und dann fehlt ja auf, ach ja, irgendwas Unwichtiges, was niemand interessiert. Danke, Google Plus, danke. Für die Wichtigkeit von... Ja. Google Plus. Nein, nein, einfach nur für die Wichtigkeit von. Also gehen wir jetzt erstmal in diese Höhle rein. Kennst du offen, so schnell zu sein? Ich warte hier dann auf dich. Oh Gott, hier sind Geister. Ich liebe Geister, Geister, Weißbrot. Geister! Jo, was sind das für Missgeburten? Brennende Hurensöhne. Guck mal, ist Dante Missgeburten. Oh, shit. Macht der Schaden, Alter. Okay, ich töte den Frostfürst. Wenn er ja, mich mach mal, danke. Er tötet mich vorher. Moment, mach was. Los, Fahne. Au! Oh. Ich töte die Archer. Ich mach keinen Schaden an denen. Doch, ein bisschen. Ich wurde gestunt. Hilfe. Hilfe. Sind doch gleich alle tot. Vergewaltigt. Ja, die Zauberer sind tot. Alter, ich mach die Archer mit einem Schlag. Du hast ja auch verdammten Speer und ich bin einfach nutzlos gegen die. Bisschen. Wie wär's, wenn du Schaden machst und ich dann einfach hin und wieder, wenn ich kann? Oh ja, danke. Ich bin tot. Ja, ich komm mich auch nicht bewegen. Mich auch nicht, die stunnen ein. Und dabei habe ich versucht, mich zu heilen. Wenn ich gestunt bin, kann ich mich heilen. Bierchen. Hex oder Scheuner? Mhm. Schade. Erst ein Wässerchen. Entschuldigung, Äpfelsäftchen. Mit Biergeschmack? Mit X-Berry-Geschmack. Au. Mein Nacken tut übrigens weh. Kannst du irgendwie mich schneller machen? Nein. Ich warte drinnen auf dich. Soll ich eigentlich überhaupt auf dich warten? Das wäre ganz cool. Gut. Wenn mein Klinkenschärf irgendwo mal angeht, das wäre super. So. Na, jetzt geh doch in die Höhle rein, ey. Hast du das so? Wir haben es hier schon 3 Minuten mit nichts verschwendet. Ich weiß. Oh, guck mal. Archer. Bin gestunt? Stun. Ich bin auch. Hab ich uns beide geheilt? Weiß ich nicht. Wenn man diese Feuerkugeln reiht, auf dann wird man gestunt. Ich stehe da einfach nur drin. Okay, also merke, eine Schockwelle von mir, ein Messer von dir und dann drauf. Ich mach mein Messer nie hier unten. Na. Es sieht jedes Mal so aus, als ob ich uns beide heile. Du hast gerade nur mich geheilt. Ja, ich weiß. Aber ich habe halt diesen Heileffekt auch noch mit. Feuer fürs Hilfe. Ich brenne. Ich bin ein Junge, ich brenne. Können die irgendwie mich töten? Ja. Ich mach grad erstmal die Archer kalt. Nee, ich brauch einfach Argo von denen allen und du tötest die. Was, oh, ich bin gestunt. Der Flammenfürst hat Hälfte. Okay, er ist. Moment, 3, 2, tot. Das ist bei mir immer schlecht einzuschätzen, weil ich halt auch noch diese Psi-Berührung teilweise mache. Und dann einfach One-Hit mache. Das ist ein Heilungsschrein. Schreien. Zombies und Geister-Zombies und Geister-Zombie-Zauberer? Und Geister-Zombie-Zauberer, Zombie-Zombie-Zombies? Was? Ich mach die Totems. Was machen die sich von uns überhaupt? Ich glaube, die heilen die. Oh. Na, ja, dann sind die jetzt weg. Noch 14 Tränke, also.
Ich langsam brech die Tränke so wie du. Ich habe inzwischen wieder 5 und benutze sie nicht mehr. Da liegt ein Ring, da liegt ein Ring. Cool. Das hast du extra gemacht, nur damit du an den Schrein kommen kannst. Wenn du was kaufst, kannst du irgendwas Blaues rauskommen, aber ich es nicht bekomme, ne? Oh, nope! How about yes? How about tschüss? Ich schüsse sie vor uns. YOLO! Bin tot. Jo, ist nicht cool, jo. Lass mich hier nicht alleine mit diesen Missgeburten. Bro, musst du sagen. Alter. Ich mach ein Portal auf. Das ist eine schnaffte Idee eigentlich. Schnaffte. So, ich habe 3 Gegner habe ich schon getötet ohne dich. Ich war nützlich. Und ich habe Agro. Wow. Ich töte erstmal König Alkis. Er ist Hälfte. Danke, dass er aus meinem Schuss läuft. Oh, er ist fast tot. Er ist tot. Ja, ich habe ihn drauf geprügelt. Guck mal, Mondschlüssel. Was? Guck, hier sind auch noch Leute. Gibt's hier eine coole Kiste? Meins. Die goldenen Sachen sind mir eigentlich egal. Hauptsache, ich krieg ein bisschen Gold und die Tränke. Ich brauche langsam auch mal wieder Tränke. Ich habe noch 9. Ja, yeah, das Ding ist, du bist halt sonst einfach immer am Looten und kriegst alles. Und deshalb habe ich nie Tränke. Deshalb fragst du mich auch jedes Mal, wieso hast du keine Tränke mehr? Weil du mal alles aus den Dungeons rauslootest. Das Dungeon ist größer, als ich mir vorgestellt habe. Gleichfalls. Ich find's unlogisch, dass man im Wasser brennt. Warum? Dein Kopf ist ja nicht im Wasser. Ja, dann würde ich aber mal kurz baden gehen einfach. Willst du hinfallen oder wie? Ja, ich würde mich einfach mal kurz hinlegen. Ich bin fast gestorben. Ich bin gestorben. Oh mein Gott. Hatte keine Energie mehr zum Heilen. Ich habe einen getötet. Portal steht hier. Im Ganzen? Ja, im Ganzen sogar. Läuft bei dir? Oh, yes! Was? Ja, so ein Hurensohn spawncampt. Spawncampt? Ja. Was meinst du? Ja, da ist ein Spawnkiller. Hä? Mensch, da ist ein Vieh am Spawn. Was ist ein Spawn? Ja, ein Brunnen. Dann sagt er ein Brunnen. Nein, das ist ein Spawn. Wo bist du inzwischen mit der Erfahrung? Zweites Attacke da, also. Ich bin näher an dir ran. Rechtsklick bin ich, Mitte. Ja. Ich bin viel näher an dir dran. Wo bist du denn? Portal. Natürlich. Sonst waren wir nämlich immer noch zwei Striche auseinander, jetzt ist es einer geworden. Wahrscheinlich, weil du auch ein paar Mal gestorben bist. Diese Fähigkeit ist noch nicht voll ausgebildet. Ja, nein, heil dich nicht. Musst du nicht. Bin schon wieder gestorben. Jetzt habe ich hier einen Spawnkiller. Töte ihn doch einfach. Mach ich doch gerade. Yo, das war knapp. Was macht denn nicht diesen dreckigen Heilzauber? Ich hab ja keine Lust. Tut mir leid für alle Leute, die das gerade sehen, Jörg. Tut mir leid. Es bleibt einfach lustig. Lecker. Ich laufe echt ganz zum Kreis und werf Messer auf die. Ich mag die Viecher nicht, sie sind übertrieben stark. Und das sind hohen Kobolder. Oh, Loot. Weißt du, wollen wir nochmal in den Dungeon? Um den König zu töten. Altkiste. Ja. Da fehlt ein K, das ist die Altkiste.
Die Alkkiste, also, okay. Dungeon zu Ende. Best Game ever, 10 out of 10. Gut, jetzt müssen wir über die nächste Brücke, ne? Ja. Ich bin schon da. Kannst du mir ein Portal machen? Mhm. Kann ich schon. Wir sind nicht mehr im Hades drin, sind fast tot. Oh, ja, yep. Gegner, die sich durch die Brücke geglitscht haben, check. Oh, yes. Was? Bin gerade fast gestorben. Hab dich geheilt. Um die töten? Nein, scheiß auf die. Wir haben hier viel größeres Problem. Zarkotnische Ruin oder was? Ja, yep. Überall sind einfach Gegner. Oh, ich habe andere gepult mit meinem Messer. Irgendwas hat mich gerade geslowt. Deine Kampfstandard solltest du öfter machen. Wäre das eigentlich voll leicht. Du brauchst mehr Energie. Was? Wenn die Gegner nicht so stark wäre, das eigentlich gar nicht so schwer. Vor allem, ihr wirft halt besser einfach auf den Boden. Nur 5 Tränke. 2. Ja, bin tot. Weil der Heilzauber einfach nicht schnell genug einsatzbereit ist. Hast du nicht gesagt, du hast ihn geskillt, dass er ganz oft einsatzbereit ist? Ja, aber er zaubert halt nicht schnell genug. Er bleibt dann erst stehen, dann zaubert er. Also ist er schon wieder da. Was, es dauert immer ein bisschen, bis er den gezaubert hat. Noch 4 Tränke? Noch 3? Noch 4? Nee, schade. Ich sollte für den nächsten Mal in die Stadt gehen und Tränke kaufen. Ich kaufe ihm auch mal ein paar mehr. Ich muss mich spätestens bei 900 Gesundheit heilen, sonst gehe ich drauf. Wir sollten erstmal den ganzen Rest erkunden, hier wird es langsam wieder mies. Schon wieder Hodenkobolde. Ich hasse die. Die zünden dann immer so assig an. Okay, bei den Hodenkobolden geht auch noch 500. Du bist gerade gestunt, cool. Ich habe eine ganz kleine Stun-Chance. Eine ganz kleine, 99,5%. Irgendwie 10 oder so. 1000? Millionen. 10.000 Millionen, nice. Da oder einfach 10, 100 Billiarden. Was sollen wir eigentlich mit diesem Trank machen, den wir irgendwie... Den sollen wir brauen, das ist eine Quest, die haben wir in der letzten Stadt angenommen. In der Hexenstadt. Ja, genau. Müssen wir den Trank in der Hexenstadt brauen oder müssen wir das hier irgendwo machen? Wir müssen ihr den, glaube ich, einfach nur geben, also die Zutaten. Da unten ist der Baum, wo wir die Zutaten hier haben. Müssen wir in die Stadt gehen dafür? Ja. Ich wusste nicht mehr, wie ich diesen heutigen, also heute, wir nehmen gerade am Samstag auf, den heutigen Part nennen sollte. Ich glaube, ich habe ihn schon benannt und auch veröffentlicht. Moment, kurz mal meine Rolex gucken. Ja, ist nach 15 Uhr. Ich was, ist es schon nach Lamias 16 Uhr? Schlafen. Es ist 16:30? Ja. Nein, 16:45? Ja, wir haben erst um 16:15 angefangen. Okay, ja stimmt, ich war noch bei Real. Ja, und ich war noch auf Klo und essen und chillen. Es gibt natürlich auch noch andere, Supermarktketten, aber die sind alle nicht gut. Es gibt nur Real. Ja, bald ja leider nicht mehr. Finde ich gut. Bald haben wir Kaufland. Wirklich? Ja, wird wohl. Voll geil. Komm. Findest du? Ich finde Real schon ziemlich chillig. Ich finde Edeka aber um einiges besser. Bei Edeka kaufe ich nicht so oft ein. Ich habe die ganze Woche über bei Netto Oh Gott! Wieso habe ich dich geheilt? Mein Mauszeiger war bei mir! Ich war nicht mal in deiner Nähe. Ja, eben! Scheißspiel. Best Game ever, 10 out of 10. Hier Freddy every time.
Okay, jetzt mäht mein Nachbar auch noch. Danke, Luis, danke. Nur mal so als Frage, was machen wir nach Titan Quest? Machen wir Sacred Laufen. weiter oder Wie gesagt, zum dritten Mal, wir machen Sacred. gut. Ich Ich kann es mir bin nicht merken. kopflos. Oh Gott, verpisst euch, ihr scheiß Hodenköpfe. Ach ne, stimmt, das waren ja Hoden, Kobolde. Wollen die das nicht so wie in Dark Souls, dass wenn die eine Attacke machen, dass man die rumlaufen kann, die sparen die einfach das Feuer hinterher. Ja, aber man kann es ausweichen. Das ist aber schwer, wenn man nicht so schnell ist wie du. Ja. Ich bin einfach verdammt schnell. Hab gerade übrigens was Grünes gefunden. Cool. Keiner. Oh mein Gott, mein Inventar ist voll. Einen grünen Ring. Mit Feuerschaden. 8% Feuerschaden, 2 bis 5 Feuerschaden, 5 Feuerschaden. Okay, dann sind wieder Danke. Hohenkobolde. Oh, Warum ich ist der bin Kreis? gelevelt. Bin nicht gelevelt. Bist nicht gelevelt. Mein Inventar ist auch schon fast voll. Hey, die Waffen sehen ja voll geil aus. Ja, ne? Nee. Hohenkobolde. Viele davon. 3 Stück, oh Gott. Weißt du, was mich anpisst? Skyrim? Dass Unturned immer noch kein Update hatte. Also nicht das Versprochene. Es gibt irgendwie so ein Update schon, also nicht so auf Steam, aber irgendwie kann man sich das schon runterladen und irgendwie Server auch, keine Ahnung. Wie immer das, also das hat mich nicht interessiert, weil Unturned ist nie so. Ich sage, ja, da muss ich mich 100%ig erkunden, erkundigen, worum es da geht und der Update, aber irgendwie gibt es 3.0 schon. Okay. So als Beta-Testversion, weil die hat noch extrem viele Bugs. Hole ich mir. Also wenn ich Internet habe, ist es genommen. Weil Anton fand ich extrem cool. Ja, ist ganz cool, aber es ist nicht so, dass ich sage, ja, das Spiel muss ich Todessucht wie Payday. Spiel Ja. Payday. Ich bin jetzt übrigens schon im vierten Prestige. Okay. Zwei Tränke. Bin wieder bei 3. Ah ja, danke. Sie erscheinen einfach mitten im Nichts. Danke, scheiß Viecher. Ich liebe es, Gegner zu verwirren. Wow, fuck. Ich war gerade auf 200 HP runter. Nice. Fast draufgegangen. Ja, Groot. Fuck Gib mir yeah. Oh, gestunt. auf. Okay, gestunt. Der ist dann so Irgendwie nutzt es bei denen. nicht so. Ich hole, wie lange wir noch haben. Währenddessen stehe ich einfach AFK neben dir. Wir haben jetzt noch 2 Minuten. Okay. Die Zeit geht irgendwie ein bisschen schneller rum. Geht. Und ich bin jetzt ein paar Mal oft gestorben. Das heißt, ich muss mich in den nächsten paar Mal wieder ein bisschen zurückhalten. Glaubst du, ich schaffe es bis zum nächsten Brunnen noch im nächsten Part? Ja, locker. Digga, wir haben nochmal 20 Minuten. Ja. Aber in diesen 40 Minuten haben wir auch nicht so viel geschafft. 2 Brunnen. Ja, 2 Brunnen, die direkt nebeneinander standen fast. Hey, wir haben einen Brunnen geschafft. Stimmt, wir haben nur einen Brunnen geschafft. Aber wir haben noch ein riesiges Gebiet geschafft und eine Höhle. Oh Gott. Boah, Alter. Wie stark die verfickten Kram einfach sind. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Das Gebiet wird wieder riesig. Ich hasse so extrem riesige Gebiete. Ich mag es, wenn die ein bisschen offen sind, aber dann auch. Lass uns erstmal nach da hinten gehen. Also hier geht es irgendwie zu einer Quest. Ja, lass uns erstmal nach da hinten gehen. Da ging es am unscheinbarsten weiter. Kurz was trinken. Kurz was trinken, ich schluck Wasser. Ich habe ja noch einen Apfelsaft-Wodka, den wir trinken müssen. Apfelsaft mit Wodka-Geschmack. Oder Du so. meinst Marke Ballantines? Nein. Marke Jack Daniels? Nein, Marke Wodka. Ach so, Wodka. Ich habe 3-mal Wodka gesagt. Wodka? Ah, Ich war Wodka! gerade auf 2 HP, Alter. Schädiger Typ. Scheiße. Das ist ein Messer rausgesprungen. Ich hasse es, wenn die das machen. Du meinst den absolut Apfelsaft? Ja. Der 100% Natur. Ja. 40% Natur. Nein, 100% absolut, weißt du? Absolut Apfelsaft. 100% I don't naturell. even. Okay.
Der Part ist übrigens vorbei. Ja, ich merk's gerade, bei mir klingelt's auch grad. Und ich muss auch gleich in die Stadt, ich glaube, das machen wir nach dem Part. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. 3 und ciao, Leute. Tschüss.